Hallo und herzlich willkommen. Ich habe letzte Folge einfach, das war Rage Quit. So, ging nicht anders. Ich habe jetzt die Steuerung mal ein bisschen empfindlicher noch in die Knie umgestellt. Es sieht so zwar ein bisschen anstrengender aus, aber ich denke, dass es in Kämpfen noch unabdingbarer ist. So. Mal gucken, wie er ihn. Ja, uns heute wieder mal aufregt. Grüß dich. Blatt, wenn der da. Wie oft hab ich euch pet. Alter. War doch klar, dass das Ärger gibt. Man ist besonders schlau. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Das wäre schon lange geklärt. Nimm die Waffe. War doch klar, dass das Ärger gibt. Du weißt, dass es eine Sackgasse ist, mein Bengel. Steck weg mit der Waffe. Auf. Vor allem das richtig Behinderte, also wirklich Behinderte ist, dass der einfach genauso schnell läuft wie man selbst, womit man keine Chance hat. Weg mit der Waffe! Steck die Waffe! Weil man einen solchen Charakter nie einholen könnte. Theoretisch. Wenn du nicht gerade irgendwie Abkürzungen nimmst. Wovon es jetzt auf so einer Strecke zum Beispiel nicht so viele gibt. Also sowas ist halt extrem behindert dumm gelöst von denen. Also da haben sie echt ein bisschen zu viel Kleber geschnüffelt. Weißt du, ich bin jetzt eine Minute hinter denen hergelaufen, um mal einen Schlag zu machen. Ist auf jeden Fall geil. Also 10 von 10 IGN für faire Flüchtlingspolitik, ja genau. Für faire Fluchtsysteme. Das Gute ist, dass man, weil es in diesem Spiel auch kein Sprinten gibt anscheinend, man dem auch nicht einholen kann. Das macht das Ganze richtig geil nochmal extra. Steck die Scheiße weg mit der Waffe, weg damit! Ja, und wenn schlägt man einmal, der Held steck bleibt natürlich stehen. Und damit kann ich das Ganze wieder beenden, weil dieser Hurensohn einfach da wieder wegläuft. Geil. Richtig geil. Das Spiel, also IGN, 10 von 10 Punkte auf jeden Fall. Mit denen kann ich nicht reden, das ist geil. Ich bin richtig, das ist richtig geil, das ist richtig geil. Was hat er noch in der ersten Folge gesehen? Mein Lieblingsgothiker, so. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich da gerade für einen Kleber geschnüffelt habe, als ich das gesagt habe. Erstmal abwarten. Das wird nicht. Hey, du. Ich habe gehört, du wolltest Bloodwyn kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwyn hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Danke. Dieser Untermensch ist auch schon wieder da. Boah. Also die Steuerung ist geil. Der hat genug. Oh. Der hat jetzt erstmal nichts mehr.
Fleisch. Oh, was gibt's denn da noch? Eine Nagelkeule. Oh, jetzt können wir aber mal. Das wird dir noch leid tun. Ach ja, echt? War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Im Gegensatz zu dir war ja auch nicht derjenige, der weggerannt ist. Was für... Bist du da? Auf dem Dach? Ist das richtig? Ah, das ist angenehm, ne? Leg aber das drücken und der klettert die Leiter hoch. Ah, ja. Uah! Dass ich das nicht einfach trinken kann, das Wasser, ne? Buddler, es gibt irgendwie nur Buddler. Schatten gibt's noch ein paar. Was gibt's denn? Dusty! Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Mhm. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Aha. Ja. Wahrscheinlich, weil es kein Telefon und so gibt hier. Buddler. Haben die vielleicht auch mal alle irgendwie eine Buddel rum? Noch mehr Buddler. Lass uns lieber los. So, noch mehr Buddler. Ich habe das Gefühl, hier ist das Buddler-Viertel. Gottes Willen! Bin ich denn hier? Mordrock. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So. Erstmal hier eine Spitzhacke. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Was? Ach nee, so war das. Die Nagelkeule. Ich habe 2 große Schwerter, da kann ich dann 1 wegschmeißen. Schriften, das, was gibt's hier? Erzbrocken. Fackeln, Dietrich, ein Rasiermesser. Der letzte Scheiß. Verschiedenes. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. Okay, Das passiert mir nicht nochmal. Ich quatsch mit viel. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Verstehe, ich habe meinen ersten Handel halt einfach als Geschenk für den Typen gemacht. Das ist natürlich gut. Okay, ich verstehe jetzt das System. Der letzte Scheiß. Was hat er denn? Zähne, Becher, Schlüssel, Fackeln, Erzbrocken. Man darf auch nicht alles glauben. Erzbrocken ist ja das Geld eigentlich, ne? Klar, dass das Ärger gibt. So, Essenz heilende Kraft. Absolut idiotisch. So, Heiltrank. Ein Brot. Gibt's denn noch Reis? Gibt's noch Schlüssel? Ich glaube, mit Schlüssel nehme ich mal lieber noch. Kann schon sein, aber wen interessiert das? So. Okay, da verstehe ich. Da brauche ich also, muss ich noch ein bisschen was dazulegen.
Warte. Ich könnte es natürlich auch ein bisschen sinnvoller machen und... War doch klar, dass das Ärger gibt. Enter und dann... annehmen, ne? Ja. Lass uns lieber was anderes. Das war ein fairer, sinnvoller, guter Kauf. Glaube ich. Kann schon sein. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meine Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Es ist doch unfassbar. Wir haben gerade eben miteinander geredet, Mordrak! Gerade eben! Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Was? Also bei Super sollte man das machen. Nein, aber wen interessiert das? Was ist das denn hier? Das ist aber nur ein Schatten. Ja, nichts Besonderes. So lange ich nichts damit zu tun habe. Kann man mal so stimmen, ne? Von. Kirgo. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Mhm. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ja, dann. Ach, da fällt mir gerade ein. Ich wollte doch, das mit den Waffen ausprobieren. Es fehlen 10 Stärkepunkte. Ah, ja, okay. Gorhanis. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Ja. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Klar. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Was, steckt ihr das Kabel fürs Telefon ein oder wie? Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Mhm. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Klar. Geh zur Seite! Ja. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karin. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Ja. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. So. Und wer ist das? Skelly. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Ja. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Joa. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Stimmt. Und trainierst du das auch?
Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Einhänderstufe 1, 50 Erz, 10 Lernpunkte. Ja, komm. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Du hast nicht genug Erz. Ich habe nicht genug Erz. Okay. Wie viel Erz habe ich denn? Ich hab 14 Erz. Was? Habe ich gar nicht so viel. Echt nicht? Ah. Das sind die Zeiten, wo man in Gothic noch nicht viel Geld hat. Okay, was habe ich denn für Missionen? Neue Seelen für die Bruderschaft, verschwundener Gardistenaufnahme, altes Lager. Eigentlich nicht so viel. Allgemeine Info, Lehrer im alten Lager. Also. Kann ich denn hier runterscrollen? Ausrat, ah ja. Genau, ich muss mich bei Torus noch melden und so. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt ist Nacht. Jetzt könnte ich auch mal in die Gebäude reingehen. Könnte ich denn im Bett schlafen? Es funktioniert gut. Sehr gut. Okay, ich weiß, was ich mal mache. Ich bin ja Gothic, also eigentlich immer Bandit. Ich kann halt nicht an die Truhe ran, das ist geil. Okay, dann bringt mir das gar nichts. Nicht öffnen. Hä? Dann haut doch eine Dialog rein, Kai Dietrich. Jetzt alle meine Fleischdinger gebrannt? Eins. Nee, gar keins. Hä? Verstehe ich das richtig, was ich hier mache? Da mache ich das falsch. Habe ich jetzt mein ganzes Fleisch gebracht? Jawohl, das funktioniert ja okay, ganz passabel gut. Truhe, hier ist noch ein Becher. Schlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Richtig. Primär habe ich eigentlich nur volle Gesundheit. Hey du! Hey du! Was? Das ist weg. Ich habe nur geschlafen! Ich muss da lieber raus.
Okay. Ich mach einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.